So, da geht's hin. So. Rein hier. Mal fix durchsprinten. Der Weg ist ja zum Glück nicht so lang. So ein Stückchen hier. Ecke, dann sind wir ja schon an dem Aufgang zum Tempel. Genau. Dann geht es ja einmal rum. Und nach oben. Ja. Das haben wir ja alles schon gemacht. So. Aber an sich finde ich das ja auch ganz witzig gemacht. Mit der Mauer und dann ist da oben offen. So dass man es zwar sieht, aber nicht so einfach hochkommt. Aber eigentlich auch doof. Wenn man so ein Enterhaken-Ding sie hat. So am Seil, was man dann aufschmeißen kann. Kommt man da auch hoch. Das ist eigentlich gar nicht so sicher. Aber der Eingang hier, wenn man den zumacht und das lässt sich nur mit dem Blut eines Drachenblutes öffnen, das ist schon wieder tricky. Aber na gut, irgendwie mit Sprengung oder so kriegt man den Stein ja da auch weg. Oder irgend sowas. Hallo? Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Lol. Nein, ich schreie jetzt nicht Hallo. So. Besen, Fackel, Gold. Stroh können wir auch für den Hausbau verwenden. Wolfspelz. So. Gelbes Mädchenkleid. Och, nö, das nehmen wir doch mit. Wolfspelz. Für unser Töchterlein. Gold, blaues Mädchenkleid. Holzteller, Höhlenbärenpelz. Warum haben die denn hier auf dem Pelze drin? Bärenpelz, Kinderpuppe. Wolfspelz. Können wir doch unseren Kindern einiges mitbringen. Goldgrüne Jungentunika. Warum ist denn hier Kinderzeug am Start so viel? Das ist ja verrückt. Waren das alles Kinder, die hier gelebt haben, oder was? Bärenpelz. Pferdefell. So. Hier was drinne? Kartoffeln und Kartoffeln. Nom nom nom. Die schmecken bestimmt noch nach jahrelang rumgelegen und schon verdorben oder so. Jetzt noch die Knochen. Ach, guck an. Bleiben Drachenskelette nicht liegen? Ach, das ist ja jetzt doof. Oh Mann, oh, das ärgert mich, das Spiel. Jetzt stürze ich mich in den Tod. Uah! Nee, mach ich nicht. Egal. Wir haben so viele Drachenknochen und wäre bestimmt nicht der letzte Drache, von daher. Obwohl, der hat halt drei von jedem dabei und ich es richtig gesehen habe. Das war schon einiges, aber naja, was soll's. Was soll's, ey. So. Mal gucken, ob wir unseren Kindern jetzt ein Geschenk machen können. Ach ja, ich habe Schlammkrabben gesehen, die waren schlau. Hallo Papa! Schluss damit, alle beide. Ich habe was für dich. Wow, wirklich? Was ist es denn? Das und das. Danke! Ach ja, sieht schon hübscher aus, ne? Hey, Kleiner. Hey Papa! Ich habe was für dich. Ein Geschenk für mich? Wie Aha. schön! Vielen Dank, Warum steht die Papa! Puppe hier unten? Danke! Warum steht die Puppe hier unten? Ah, was zum Henker? So. Objekte, Waffen. Ah ja. Was ist das eigentlich? Dravinsbogen. Das ist bestimmt für eine Quest. Ich glaube, den tue ich mal hier rein. Waffen. Hey. Questobjekte können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Ich wusste es, dass es ein Questgegenstand ist. Ach man, ey. So, entzaubern. Der heilige Bund der Ehe. Ja, nice. So. Ring der Schießkunst kennen wir auch schon. Elfenarmschienen der Schießkunst. Auch. Okay. Dann werden wir das jetzt so machen, dass ich jetzt mal gucke. Objekte, Waffen, was ich hier. Das Streitkolben 24.
dann werde ich dieses Schwert hier anlegen, aus Favorit hinzufügen. Das lege ich an und hänge das hier hin. Dann haben wir noch ein Eisspalter. Der kommt dahin. Und dann haben wir noch die Klinge von dem Drachenfluch. Der kommt dahin. So, nice. Schick, schick. Ich finde die Glasschwert, also die Vulkanglas-Sachen sehen mit am geilsten aus. So. Jetzt habe ich noch, das kann dann auch mal verkauft werden. Okay, aber das ist jetzt Bockwurst. Das mache ich mal bei Gelegenheit. Wo ist denn meine Frau? Hallo Sohn? Frau, wo bist du? Hallo? Wo ist denn meine Frau? Ich wollte mal gucken, was die macht oder was sie machen kann. Hallo? Frau? Ach, guck mal an. Die hat Haufen Zeug gesammelt. Vor allen Dingen, wo hat die einen Säbelzahntiger-Reißzahn her? Was geht mit dir? Wo hat die den gekauft? Naja, whatever. So. Ist meine Frau hier draußen? Oh nein, aber ein Riese. Hallo? Was macht der jetzt schon wieder da? Speichern, ja. Inventarwaffen. Pfeil 20 Schaden, Zwergenpfeil 18 Schaden, Vulkanklasse Pfeil 18, 12, 16, 20, haben die nicht mal 30 Schaden gemacht? Wapp! 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 Nicht Kanada Riese. Moin Moin! Bärenpelz, Gold, Riesenzeh, Wolfspelz, Ebenerz, Pfeil, Eisenpfeil. Oh ja. Da fällt mir ein. Wir wollten doch noch die Felle und einräumen. Auch wenn jetzt keine Drachenknochen da sind zum Einräumen. Oh, zumindest die ganzen Felle können wir ja da reinpacken. Das wollten wir noch tun. Wo ist denn meine Frau, mein Gott? Die ist nicht da. Ich habe keine Frau mehr. Sie ist verschwunden. Braucht ihr etwas, Papa? Nope, danke. Da, wo war die Felle drinne? Nee, das waren die Edelsteine. Hier waren die Felle drinne. Sonstiges. Bärenpelz. Goldbarren. Höhlenbärenpelz. Lederstreifen. Pferdefell. Wolfspelz. Wolfspelz. So. Hier rein. Und Tresor. Sonstiges. Eisenerz. Jupp. Goldbarren. Oder noch was? Quecksilbererz, genau. Das müsste es gewesen sein. So. Dann können wir noch draußen in die Bautruhe noch das Stroh reintun oder das Ziegenhorn. Und dann. Ach, guck hier an. Hier ist er. Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Mein Herzblatt. Das ist immer ein Hus. Was wisst ihr, wenn man denn ein Glas und Stroh kaufen kann? Wie geht es den Kindern? Ja, aber der Auf Wiedersehen, mein Schatz. Tschüssi, Hasi-Bärchen. So. Dann. Hier die Truhe wollten wir noch das Stroh reintun. Zack. Stroh, 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 Stroh. Hier. Und das Zigarren. So, und jetzt geht's auf zu den Graubärten und mal schauen, was die uns zu erzählen. Hoch, Rottgar. Rott. Rottgar. Lalala. Brr, hier ist wieder kalt. Schnell rein, da ist wärmer. So.
schauen, was der Arngeier zu berichten hat. Hallo. Möge der Himmel euch leiten. Tju, ich bin wieder besiegt. Mit wem habt ihr euch unterhalten? Es stand auf Alwins Mauer. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen wollen nur Alduin bezwingen, ihr nicht? Was ich will, ist unwichtig. Dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir nun wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Naja, das ist doch schon mal was. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, besser dann soll es jetzt wohl so zu sein. Sterben. Lasst sie enden und neu geboren werden. Ihr werdet mir also nicht helfen? Nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Echt mal, Dovahkiin, bla bla bla. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Also, könnt ihr mir jetzt den Schrei beibringen? Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr könntet nur, was ist dann Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Genau. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Ach, erzähl doch keine Scheiße. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich dann... Der Meister unseres Ordens kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist Partunax? Parturnax. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Okay, dann muss ich mit Partunax sprechen. Bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Aber dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Partunax beantworten kann. Okay, warum bin ich ihm gar nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Und wie gelang ich dahin? Er lebt abgeschieden. Er spricht nur selten zu uns. Wie gelang ich dahin? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partunax öffnen könnt. Sehr gut. Dann los. Alles nur Rotz, was hier rumliegt. Damit vergeuden die ihre Zeit. Heiltrank. So geht's denn hin? Hinaus? Hoch, Rotgar Innenhof. Nun? Helft doch mal schneller, mein Gott, die brauchen so ewig. Ist ja kein Wunder, dass sie so alt sind. Also nee, keine Ahnung. Die sind zu alt und laufen so lang. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Das war jetzt Schwachsinn. Vergesst es wieder. Oh Mann. So. Hallo. Was geht ab? Das Tor her, ey. Nun.
könnt ihr euch mal schneller bewegen, ihr alten Säcke. Mann, Mann, Mann. Das dauert alles hier. Alter, ihr könnt Wirbelwindsprint. Dann setzt den Schrei doch ein und rennt dahin. Mein Gott, ihr müsst ja so lang wie so Schnecken. Schritt. Oh, Schritt. Erstmal ausruhen. Wieder ein Schritt. Alter, Alter, lauft. Lauft. Mein Gott, lauft doch mal schneller. Der Pfad zu Partunax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Okay. Los, lauf. Lock. Lock. Wolkenlose Himmel. Wahr. Hallo? Frühling. Och, wie schön. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Okay. Nutzt es weise. Wolkenloser Himmel wird dem Nebel weggehen. Ah. Aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Partunax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Alles klar. Danke dir. Magie. Brrrt. Schreie. Wolkenloser Himmel. Himmel, Frühling und Sommer. Oh, dann könnten wir noch Objekte, um das ein wenig einfacher zu machen. Hatte ich doch hier noch irgendwo. Genau. Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Lala. Hoppado. So, was gibt's hier so? Hallo, hallo. Wir müssen jetzt einfach nur den Pfad hinauflaufen oder kommt jetzt auch noch irgendwas Fieses? Oh, guck an. Ein wenig Silbererz, ein wenig Silbererz für uns, die wir uns hier hochwagen. Ich frage mich, ob hier auch Gegner rumrennen. Weil wenn man Schrei braucht, um sich hier zu bewegen, dann wäre das durchaus komisch, aber es wäre vorstellbar. Ruckpato. Ach guck. Ernsthaft eine Ziege. Fall bloß nicht runter, du dummes Vieh. Also die Ziegen, ja, die haben es echt drauf. Die können hier oben rumrennen. Für andere Menschen, also für andere ist das nicht so einfach. Die Ziegen können das einfach so machen. Das hat Schaden gemacht. What the fuck? Oh. Hi. Fick dich, Eisgeist. Weißhaufen Eisgeist, die sind so eisig. Das brauche ich nicht. So. Was für ein Pfad. Auch hier schön. Da ist eine übelste Aussicht. Das fetzt ja. Das ist ja fetzig, Mann. Alter. Weg mit dir, du Kackvieh. Was soll der Scheiß schon wieder? Dreckigen Eisgeister, ey. Orkerz. Bam, bam, bam. Hier gibt's ja richtig coole Sachen. Naja, gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich noch Sinn macht, das ganze Erz einzusammeln. Ich meine, die Händler, die haben... die verkaufen ja eigentlich genug. Keine Ahnung, ich fühle mich dann immer so, wenn ich das nicht selber eingesammelt habe, das ist nicht das gleiche, wenn ich das verwende, wenn ich das einfach kaufe. Aber prinzipiell ist es ja... Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Es ist eigentlich schade, das auch verkommen zu lassen, von daher nehme ich es einfach mit und... Die 3 Sekunden haben wir dann auch noch, würde ich mal vermuten.
Doofe Ziege, bleib stehen. Ich töte dich. Du Kackvieh, ey. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin, die doofe Ziege? Und jetzt lasst man Eisgeist wieder, Alter. Die gehen mir so auf den Zeiger. Eis. Fuck. Mann, die sind so scheiße. Ich hasse diese Drecks. Das sind die schlimmsten Gegner, die es gibt. Ne? Pelzschild. Wenn man die auch so schlecht sieht und kann die überhaupt nicht leiden. Wo ist denn jetzt die Ziege eigentlich so richtig hingerannt? Die ist einfach weg jetzt, oder was? Ist die abgestürzt? Haben wir die runtergepustet mit unserem Schrei? Mann, wie weit geht denn das hier noch auf? Hallo? Ist da wer? Hallo? Hallo? Meine Fresse. Wo geht's denn hier hin? Ach guck, da ist er. Da ist er. Wapp. Was? Alter? Willst du mich verarschen, du Kackvieh? Was war das denn? Ja, nice, ein Ziegenhorn. Seit langem mal wieder. So, ist hier irgendwie noch was? Da, hier. Oh, dort oben sieht's aus, als wird dort Erz rum. Jawohl. Silbererz wieder mal. Hallo. Danke, dass du hier bist und uns etwas Erz gibst. Du Silbererz. Erziges Silbererz. Pick, pick, pick. Pick, pack, puck. Picky die packe die. So. Haben wir es denn dann bald mal geschafft? Wie weit willst du denn hier noch aufgehen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe keine Lust mehr. Es geht ja wirklich noch weit auf, wie es aussieht. Was war das denn jetzt? Das war jetzt komisch. Das war jetzt komisch. Hals der Welt. Ich will mal hier rauf gucken. Ein bisschen die Aussicht genießen. Ach, schau mal an. Das ist wirklich weit oben. Ah. Alter Schwede, und da ist ein Drache. Oh, oh, oh. Da guckt nur. Hallo? Hallo? Da unten ist Hochrott. Warum guckt der nur? Der macht mir Angst. Okay. Ich glaube, hier hört es dann auch auf, wie es aussieht. Und dort gibt es einen Schrei. Sehr komisch. Sehr, 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 sehr komisch. Okay. Was nun hier, was uns erwartet, warum der Drache so komisch schaut und ob das der Schrei ist, den wir benötigen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin.